Willkommen beim Let's Play von Watch Dogs Legend. Im letzten Teil, da haben wir einen CTOS-Hub gehackt. Und da war noch eine Audio, die habe ich mir nochmal schnell geholt. Und dann eine Schnellreise zum Versteck gemacht, wo wir jetzt auch gerade sind. Und jetzt, ja, gehen wir sozusagen zum... ja, zur Teambesprechung. Und ich nehme an, wir unterhalten uns über alles, was gerade im Moment so passiert ist. Und ja, wir hören mal rein. Mary Kelly leitet die mächtigste Verbrecherfamilie Londons, Clan Kelly. Das lässt sich leicht merken. Unter ihrem Vater war sie eine Komparsin. Als er starb, sind ihre Rivalen verschwunden. Ihre Feinde, ihre Freunde, ihre Familie. Nicht umsonst heißt sie Bloody Mary. Schon früh wechselte Mary von Bargeld zur Kryptowährung und brachte Kellys kriminelle Geschäfte online. Es macht Waffenschmuggel, Drogenhandel und Geldwäsche sehr viel leichter, wenn kein Bargeld fließt. Die Frau hat das organisierte Verbrechen in London modernisiert. Sie hält sich selbst für absolut unantastbar. Das hier sind Beispiele aus meinen Akten. Dana Covington, 19. Sascha Haddad, 28. Radek Stopkowitsch, 24. Alle verschwunden. Gute Leute sind schwer zu finden, nicht wahr, Liebes? Die meisten haben keinen Antrieb, du aber schon. Sie fühlen sich wertlos, so wie die Welt funktioniert, wie sie Menschen ausnutzt. Einfach schrecklich. Gut, dass du ein Ziel hast. Gut, das wär's für mich. Wir sind noch nicht fertig. Das war eine Gefälligkeit. Wie ist die denn drauf? Oh. Und mein Beileid an die Familien. Schrecklich, wenn man jemanden verliert. War mir eine Freude, Caitlin. Wie man sieht, gibt sie einem niemals Antworten. Mhm. Aber es gibt einen Ort, an dem sie redseliger ist, die Sandstone Residence. Inspektor Lau glaubt, eine Polizeiwanze im Kelly-Hauptquartier könnte Beweise liefern, um Bloody Mary zu überführen. Sandstone ist ihr Operationszentrum. Ich weiß, wir kriegen sie mit den Daten auf der Wanze dran. Besorgt sie mir, dann bringe ich sie für immer hinter Gitter. Sende die Koordinaten an eure Optics. Sabine hier, Inspektor Lau. Ich bin neugierig, wie Mary Kelly zur Rechenschaft gezogen werden soll. So ohne Unterstützung. Sogar bevor Albion jegliche Polizeiarbeit übernommen hat, konnten sie sie doch nicht drankriegen. Und sie behandelt Menschen weiter wie Vieh. Ich musste mit dem System arbeiten. Ja, das war korrupt. Ich wusste das, nur nicht, wie schlimm es war. Ich dachte, so einen eindeutigen Fall kann man nicht vertuschen. Sehr witzig. Ich habe noch nie einen nicht korrupten Bullen getroffen. Warum sollte es diesmal anders laufen? Weil ich diesmal zu einem Kontakt im Büro des Kronanwalts gehe. Ein ehrlicher Anwalt, der bei organisiertem Verbrechen keinen Spaß versteht. Besonders bei Mary Kelly. Hey, unsere Methoden sind unterschiedlich, aber ich möchte diesen Leuten auch helfen. Okay, gut. Aber ganz egal, wie die Sache läuft. Mary darf uns nicht wieder durchs Netz gehen. So arbeitet der Zack nicht. Auf zu Sandstone. Ja. Ich habe gemerkt, dass der letzte Part schon wieder etwas sehr lang geworden ist. Deswegen werde ich diesen hier auch wieder ein bisschen kürzer halten. Jedenfalls, ja, ist der Versuch da, diesen wieder kürzer zu halten. Ja, ich möchte hier eigentlich gerne den Rock weghaben. Aha. Also hier haben wir nur sehr wenig zur Auswahl. So. Auch wenn der Rock sehr passend war zum restlichen Look, aber
Ich stehe nicht ganz so auf Röcke. Und ich würde mal sagen, wir machen mal wieder ein Foto. Ja, hier. Jetzt sind es viel mehr. Was heißt denn zufällig? Ich mache erstmal ein Foto und dann zufällig versuchen. Ah, okay. So, das reicht erstmal. Ich möchte mich jetzt nicht so lange aufhalten mit Fotos machen. Die nächste Mission ist, untersuche die Sandstone Residence. Wo ist die denn? Also ich würde mal sagen, auf dem Weg dorthin machen wir hier erst einmal das Gebiet frei. Das müsste etwa relativ einfach sein, die Propaganda zu zerstören. Selbstverständlich. Ja, ja, ja. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ach ja, hier. Stimmt. So. Wir können natürlich wirklich jeden Einzelnen ins Team holen, aber ich werde auf jeden Fall nicht allzu viele verschiedene ins Team holen, nur die wirklich, wirklich notwendig sind. Unsere erste Agentin, die werde ich wahrscheinlich, wenn es sein muss, dann rauskicken. Aber ja, wir haben jetzt, glaube ich, noch einen freien Platz. Einen freien Platz haben wir noch. Wir machen dann eine von diesen beiden Missionen, dass wir dann halt einen von diesen beiden haben. Wahrscheinlich werde ich den professionellen Attentäter ins Team holen. Rechtsanwalt ist natürlich auch ganz gut, aber ich möchte mich eigentlich schon so ein bisschen darauf fokussieren, dass ich mindestens 3 Fähigkeiten habe im Team. Das heißt, Julia würde dann wegfallen irgendwann. Genauso wie der Rechtsanwalt, auch wenn das natürlich eigentlich sehr gut ist mit der Haftentlassung, aber gut. Den können wir eigentlich auch ruhig wieder wegschicken. Ich frage mich natürlich, was passiert, wenn wir einen rauskicken. Ob der dann irgendwie gleich hier wieder reinkommt in diese Schiene hier oder ob der dann komplett wegfällt. Ich möchte ungern meine 3 gekauften Agenten einfach mal so rausschmeißen aus dem Team.
mal schauen, ob wir beide Propaganda schaffen werden. Wenn nicht, dann mache ich im nächsten Teil eben noch die andere schnell und dann geht es weiter mit der Hauptmission. Aber ich werde natürlich so noch ein Ort, an dem man gut mich nicht versuchen will. Wie möglich die verpiss dich, okay? beiden Sachen jetzt zu dreckiger schaffen. War da eine Drohne? Ja, das ist eine Drohne. Okay. Unterwegs zur sicheren Position. Das war die verdammte Drohne. Ah, scheiße. Ich mach immer den gleichen Fehler. Das gibt's doch nicht. Bitte, nicht mich. Nicht zur Tafel, hä? Da haut jemand ab. Ich such mir Deckung. Verdächtiger in ihrer Umgebung gemeldet. Nee. Mögliche Verstärkung und gefährlich. Verstanden. Halt nach der Zielperson Ausschau. Och nein, 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 nein! Zentrale, komm! Drohnen sind unterwegs zur Zielperson. Negativ, kein Sichtkontakt zur Zielperson. Mega geschockt. Was? Seltsam. Die Suche war ergebnislos. Zurück zur Zentrale. Da. Neuer Versuch. Sauber.
muss ja irgendwie hochkommen. Wie genau komme ich hier hoch? Ich musste noch irgendwie hochkommen. Wahrscheinlich brauche ich eine schöne Transportdrohne. Dann werden wir es mal einfach machen, ne? Ah, muss ich extra wieder rauslaufen? Ach so. Also ich sehe hier nichts. Keiner hier. Entfernt euch nicht zu weit. Bereich gesichert. Drücke vor. Drohne. Beobachten und bewachen. Bestätigt. Halte Position. Gesichert, gehe weiter. Gibt's da irgendwie eine Tür oder so, wie ich da hochkomme, oder? Ich gehe weiter, hier ist alles nichts. Sauber, gehe weiter. Okay, suche weiter. Oh, ich wollte ihn noch. Oh nein, jetzt wird die Drohne. Gelockt. So. Du hast keine Chance. Hey, stehen bleiben. Verdächtige wurde getroffen. Ah!
Hab eine Albion-Wache im Auge. Sind da vielleicht auch ein paar gute Menschen dabei? Wie stehen die Quoten? Was soll das Ganze? Wo steckst du? Irgendwo hier. Lass mich heran! Ein Verdächtiger in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Verstanden. Wir machen das nach Vorschrift. Ende. Alles klar. Legen wir los. Zu schützen. Bleiben Sie zu Hause, solange kein Notfall herrscht. Oh. Puh, hier sieht's echt übel aus. Ja, das sag ich doch. Ja, die scheiß Bullen, Alter. Rasten total aus im Moment. Ich werde einfach dauernd angehalten. Du kannst. Okay, ich werde das jetzt beenden. Du kannst dich. Albion hat jemanden von uns verhaftet. Solange dir das nicht passiert, bist du... Du heute mein Lieblingsagent. Stein, wirst du sehen.
Hört das jemand? Gib auf! Setze Schusswaffen ein. Shit, verdammt! Ah, ah. Okay, wechsle zur Waffe. Gebe Deckung! Hey, fuck, bleib was zum stehen. Teufel? Durchsuch das Gebiet! Drohne, Suchsequenz beginnen! Ist das überhaupt erlaubt? Moment, was war...
Ja, der perfekte Platz für ein Kunstwerk. Ich stehe auf Knete. Unglaublich, dass Alien es wagt, ihre Propaganda auf dem Buckingham Palace zu verbreiten. Wenn das alles mal vorbei ist, könnte ein Ritterschlag für mich drin sein. Sir Beckley, klingt doch gut, oder? So darfst du mich jederzeit ansprechen. Was war das? Was gehört? Jemand muss die Drohne deaktivieren. Du wirst Blei fressen. Das reicht. Das soll aufhören. Das muss sich jemand ansehen. Nichts Ungewöhnliches hier. Gesichert. Suche weiter. Augen offen halten. Alles sauber, aber ich suche weiter. Fuck. Einfach spurlos verschwunden. Die Spinne. Ich sehe deine Spinne, du Schwachmatin. Finde sie! Entschuldigung wegen ganzen
spulen zwischendurch, aber das wäre uns wirklich sehr, sehr lang geworden. Und ja, ich hätte es natürlich alles rausschneiden können, aber ich wollte eine kleine Zusammenfassung machen und jetzt ist sie da gewesen. Wir machen dann einen Cut und machen dann die zweite Propaganda im nächsten Part. Und ja, dann machen wir auf jeden Fall in die Hauptstory weiter. Tschüss.